Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So, in der letzten Folge hatte ich ja gesagt, wir wollen ein bisschen Nebenquests machen. Und ich wollte mal schauen, ob ich eine neue Brutstätte finde. Ich habe jetzt eine gefunden und zwar, wenn wir auf der Karte hier schauen, hier oben, Brutstätte Zeta, Stufe 20. So, finde den versteckten Eingang. Schauen wir mal, ob wir den finden. Wir haben jetzt hier drei Pirscher erledigt. Da oben wäre noch ein Wächter. Bist du ruhig. Schauen wir mal, ob wir da hoch können. Ob wir da oben vielleicht irgendwo einen Eingang finden. Weil hier kommen wir auf jeden Fall nicht rein. So, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr am Ende dieser Folge mir doch einen Kommentar da lasst, ein Like oder auch ein Abo. Würde ich mich sehr, sehr freuen, weil ihr wisst ja Leute, Support. Support ist immer gut. So, jetzt würde ich aber sagen, kommen wir hier irgendwie hoch. Hier glaube ich, kommen wir da gar nicht hoch, oder? Wir müssen den versteckten Eingang finden. Schauen wir doch mal, ob wir den finden. Ah, hier ist noch eine Falle von mir. Ich hatte hier richtig zu tun vorher, gerade mit den blöden Echsen. Was ist denn das da oben? Nicht identifiziertes Signal. Leistungsstarker Prozessor, kein unbekannter Machart Ursprung in der Nähe. Da schießen wir jetzt einfach mal drauf. Ursprung in der Nähe. Schauen wir doch mal, können wir hier überhaupt schon rein? Aber wir sind eigentlich Stufe 21, es müsste eigentlich funktionieren. Würde ich sagen, oder? Wenn wir da rangehen, verlieren wir auf jeden Fall Energie, da können wir nicht rangehen. Oder? Oh Gott, wie können wir denn da oben rauf? Gehen wir mal hier lang. Vielleicht können wir da oben irgendwie hin. Schaut, glaube ich, ganz gut aus. Wir probieren eins auf einfach mal Lagerfeuer entdeckt. Okay. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Dann machen wir das doch mal an und speichern mal. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier hoch. Was sind wir denn jetzt? Muss ich nochmal gucken. Drüben könnte ein Eingang sein, oder? Das könnte doch ein Eingang sein. Ah, ich sehe was. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, das war nicht gut. Und zwar können wir hier hoch. Okay, dann müssen wir hier rüber jumpen können. Yep. So, und hier haben wir doch, glaube ich, unseren Eingang. So, überbrücken wir das mal und schauen wir mal, ob wir da reinkommen. So, weiter geht's. Brutstätte Zeta. Stufe 20 Euro, glaube ich. Ich glaube, dass es richtig, richtig heftig wird. Wer ist der und woher weiß er das alles? Elisabeth Sobeck, hat er gesagt. Was ist das denn für ein Name?
Wasser geht runter, komm. Runter sollst du. Okay. Was gibt es hier noch alles? Ich habe gar nicht so viel Energie dabei, gell, Leute? Ich hoffe mal, dass ich noch ein bisschen was finde. Aber ich denke schon, in der anderen Blutstätte war sie eigentlich ziemlich gut. Da hat man recht viel gefunden. Okay, dann haben wir schon Kraut gefunden. Okay, da kommen wir nicht hoch. Begib dich zum Brutstättenkern. Okay, ich glaube aber nicht, dass der bloß 60 Meter weg ist. Ich glaube, dass wir hier extrem weit durch müssen. Also war es jedenfalls in der anderen Brutstätte. Die war schon extrem, muss ich sagen. Es geht gar nicht so schnell. Okay, jetzt haben wir gelootet. Wir finden auf jeden Fall richtig viel Zeug hier, muss ich sagen. Sehr gut. Das brauche ich später noch. Ja, das glaube ich auch, dass wir das noch brauchen werden. Genau. Alles klar. Alter, was ist denn das? Donnerkiefer. Okay, sind wir jetzt gleich am Endgegner hier? Von der anderen Blutstätte weiß ich, dass es war ewig weit zu gehen. Da mussten wir richtig viel machen. Alter. Warum können wir den nicht von hier oben machen? Scheiße. Okay, wir schauen uns an, die Pfeile. Okay, gegen was ist der... Schwäche, ne? Okay. Okay, Feuerpfeile bringen anscheinend gar nichts. Stärke hat der Blitz. Okay, alles klar. Blitz. Das heißt, dass wir eigentlich den gehärteten Pfeil nehmen sollten, weil wir da am meisten Schaden machen, und zwar 102. Mit dem machen wir gar keinen Schildschaden sozusagen. Ja, seine Stärke ist Blitz, dann wird mir das nicht viel helfen. Okay, dann werde ich mal den nehmen und werde... Das Feuer, gell? Feuer. Tränke auf jeden Fall mal ready machen. So, wer hier mit Treffchen hier killen. Dass die schon mal down sind. Dass die mir nachher nicht auf den Sack gehen. Da scheint der Kern zu sein. Okay, lassen wir das mal rumkommen hier. Und jetzt? Oh mein Gott, ich werde sterben, Leute. Okay, säumen wir uns mal ab. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal die ganze Medizin hier noch mitnehmen. Wie soll ich denn den dann machen? Und wie groß der ist, Mensch! Ey, Riesenvieh!
Hallo? Nimm es doch mal. Kannst du es nicht nehmen, oder was? Ist sie los? Verpackt, oder was? Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Mit Sicherheit. Ich will ihn jetzt nochmal scannen. Was hat denn da alles drauf? Scheibenwerfer. Scheibenwerfer? Lurbehälter. Okay, warte mal, der Schwanz. Was ist das hier? Schweif. Okay, muss ich jetzt mal. Ich glaube, am besten wäre ja, wenn wir erstmal den seine scheiß Waffen runterballern. Dass der schon mal auf Entfernung nicht auf uns schießen kann. Radar. Kanone. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal richtig Bambule machen. Alter, was war das jetzt? Wir werden erstmal richtig schön einketten. Ich mache mir hier noch einen hin. Obwohl das wahrscheinlich nicht viel bringt, weil das ja seine Stärke ist. Aber egal. Okay. Hier nochmal einen hin. So, dann gehen wir mal da hoch. Oh mein Gott, Leute, wir werden sterben, aber egal. Komm ich nicht weg, was ist denn hier los? Thank you.
Boah, Alter. Okay, wie machen wir den am besten? Ich glaube, dass der einfach noch ein bisschen zu krass ist für uns. Wir haben jetzt hier auch nichts, wo wir uns ein bisschen verstecken könnten oder sowas. Eisbehälter. So viel Zeug. Dieses Mal nicht, Schätzchen. Okay, probieren wir es nochmal. Wenn nicht, dann müsste ich vielleicht erstmal ein bisschen Waffen upgraden oder sowas. Wenn wir das jetzt nicht packen. Dann kommen wir jetzt hier aber auch nicht mehr hoch, gell? Raus. Was ist denn das hier überhaupt? Gehen die alle runter dann oder nicht? Kommen wir gar nicht hoch, gell? Irgendwie, dass wir das irgendwo halten, festhalten könnten. Na, ich komme nicht hoch. Okay. Der macht der brutalsten Schaden, wenn der uns trifft. Können wir jetzt hier vielleicht verstecken? Das wäre ja mal geil. Aber der wird ihn wahrscheinlich mit seinen scheiß Laserwaffen hier rausschießen. Das probieren wir jetzt einfach mal. Vielleicht können wir ja ein bisschen campen oder sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass uns der hier hinten nicht trifft, kann mir echt nicht vorstellen. Hä? Hier drin verstecken.
dürfte uns ja eigentlich nicht treffen. Wir mal das hier aus, Sprengpfeil. Okay, das geht gut mit dem Sprengpfeil. Ja, es geht doch. Boah, fuck, okay. Boah. Dann sind wir wirklich rausgeknallt hier, der Penner. Okay, das probieren wir aber gleich nochmal. Ich würde sagen, ich probiere das jetzt nochmal bis dahin. Und falls ich ihn schaffe, werde ich es auf jeden Fall noch mit aufnehmen. Weil ich will jetzt einfach mal schnell probieren, ob wenn ich den seinen Schwanz wegschießen können. Das hat ja ganz gut geklappt eigentlich da drin, ne? Aber nehmen wir uns erst doch hier das ein bisschen mit. Genau, und wir machen noch eins. Ich werde jetzt nochmal richtig fallen legen hier. Scheiße. Ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich diesen blöden Schwanz wegschieße. Na, die hat mir richtig Aua gemacht. Thank you.
Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon die richtige Taktik gefunden. Und ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge, dass wir den legen, den Kameraden. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo freuen, ein Like oder auch einen Kommentar. Alles sehr, sehr wichtig. Und ansonsten, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.